Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ja, LS19, wieder von der Wildbachtal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, hier das Gras einzusammeln. Eine Wiese haben wir noch offen und da müssen wir das Ganze noch verdichten. Müssen uns auch noch ein bisschen um die Tiere kümmern, denn ich schaue mal gerade kurz. Was haben wir hier? Ein bisschen Stroh brauchen wir, Wasser sauber machen müssen wir. Die Schweine haben, die habe ich schon soweit befüllt. Auch hier Wasser und Stroh und der Rest der Tiere ist auf jeden Fall soweit ready. Da werden wir das Ganze gleich noch verdichten, dann abdecken. Wir haben auch ein bisschen Geld erhalten von der BGA. Ich glaube, es waren knapp 3000 Euro. Ist jetzt nicht wirklich viel, aber ja, Kleinvieh macht auch Mist. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch in dieser Woche natürlich wieder, ja, einige Folgen von der beliebten Map von der Wildbachtal, die ihr halt so feiert. Ich finde die Map halt auch noch cool. Ein Feld haben wir noch einzusammeln. Und da müssen wir die Gräser oder die Wiesen auch noch düngen. Und wir fahren jetzt einmal zur letzten Wiese. Hier ist doch schon wieder komischerweise nächste Wachstumsstufe. Weil irgendwie war mir das dann nachts zu dunkel. Deswegen habe ich auf den nächsten Tag gespult. Sodass wir jetzt hier noch eine Fläche einzusammeln haben. Wir machen nochmal ein bisschen Licht an. Weil es dämmert noch so leicht. Da muss ich mal gucken, wo fahren wir denn am besten rein. Ich glaube, ich fahre hier von oben am besten rein. Dass wir dann noch das Ganze reinpacken. So, die Botlist ist ja nach wie vor auch zur Verfügung. Da fehlt, glaube ich, noch das eine oder andere. Das werde ich in der Woche nochmal nachtragen. Wenn ich neue Sachen mit hinzufüge, gilt sowohl für diese Map hier, für die Wildbachtal, für die Botliste, als auch für die Hof Bergmann, werde ich das Ganze dann nochmal gesondert kenntlich machen. Irgendwie mit der speziellen Farbe oder ich lasse mir da mal was einfallen. Damit ihr auch wisst mal, wenn was Neues dazugekommen ist. So, da werden wir das hier auch nochmal aufsammeln. Fahren wir hier mal ganz außen ran. Und werden dann hier das Ganze einmal aufsammeln. So. Und jetzt geht's wieder hier Berg- und Talfahrt. Das ist nämlich mit Reha und so weiter gar nicht so einfach. Da muss man echt genau aufpassen. Ihr fragt auch immer nach der Hof Bergmann, ihr fragt auch immer nach dem Wildbachtal. Ich werde da auf jeden Fall wieder was aufnehmen, habe mich einfach wieder hingesetzt, damit ihr auch in dieser Woche natürlich wieder Folgen bekommt und auch noch ein paar andere Let's Plays. Müssen mal schauen, was es alles werden wird, denn ich bin am Wochenende ja wieder in Erlangen. Da startet dann die Gruppe C. Am letzten Wochenende war ich ja mit dem Werner unterwegs, das hat auch sehr viel Spaß gemacht und auch gemeinsam zu moderieren mit dem Werner von den Burning Gamers war auch richtig cool, richtig lustig. Es waren spannende Spiele und das Team BG hat sich halt durchgesetzt, was Werner natürlich dann auch sehr gefreut hat. Und dann, ja, geht's auch in der kommenden oder am kommenden Wochenende wieder weiter. Dann gibt's die Gruppe C der FSL Weltmeisterschaft. Da ist dann unter anderem, glaube ich, Amazone, Horsch, Krone und JCD am Start. Das tschechische Team. Na, schaltet einfach wieder ein. GiantSoftware.de. Da könnt ihr dann am kommenden Sonntag auch wieder reinschauen. Oder GiantSoftware, wenn ihr sagt, okay, ja, auf dem Homo habe ich keinen Bock. Ich möchte lieber englischen Kommentar haben. Da ist der Lars und der Alex, glaube ich, am Kommentieren. Der Virtual Farmer. Ja, wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ich freue mich drauf. Es wird auf jeden Fall wieder spannende Spiele geben. Und apropos spannend, heute Abend gibt es auch wieder einen Livestream auf Twitch. Ne? DFV ist wieder am Start. Das ist ja das neue Kürzel für der Feldversuch. 19 Uhr geht's los. HomerYT, das Ganze live auf Twitch. Einfach mal reinschalten, wenn ihr Bock habt. So, hier haben wir jetzt erstmal genug zu tun. Ein bisschen Gras reinholen. Ich glaube, da fehlen noch ein, zwei Fahrzeuge. Ich glaube, das Gewicht fehlt noch und noch einen, ich glaube, der Ladewagen hier, sagtet ihr, der würde auch noch fehlen. Ich gucke mir das in der Woche mal an und werde dann mal schauen, dass ich das noch eben nachtrage. Sodass ihr euch da die Mods auch wieder runterladen könnt. So, also bei Gras bei Seasons, das war auch eine Frage aus den letzten Videos, ist es so, dass ihr das Ganze auf jeden Fall nicht trocknen lassen müsst. Das könnt ihr direkt einsammeln. Nur bei Heu, da müsst ihr halt aufpassen. Häckselgut ist halt auch nicht von Relevanz, ob das trocken ist und, oder ob das nass wird. Das ist vollkommen egal. Das spielt keine Rolle. So, fahren wir mal ein Stück zurück hier. Und sammeln jetzt hier noch das bisschen Gras auf. Was jetzt hier noch so rumliegt. So. Sammler wieder runter. Das ist manchmal gar nicht so einfach hier, weil, ja, das ist auch das Besondere an der Karte, finde ich. Wir haben Reha-Mod drauf, wir haben Seasons drauf, wir haben mittlerweile später Sommer.
Bedeutet, die Erntezeit rückt immer näher. Ihr seht auch schon, die Felder sind soweit, sehen zumindest schon fast ready aus, aber die brauchen noch ein bisschen. Und das macht auch den Reiz der Karte aus. Es ist gebirgig, ne, es ist nicht alles eben. Und dann noch mit Rea, das sorgt dafür, dass man manchmal, so wie jetzt hier, wenn man da kein Allrad hat, keine breiten Schluffen drauf mit Gewichten und vorne auch ein Gewicht hat, dass man dann hier nicht weiterkommt. So, wir schalten das mal auf und fahren da einfach mal hoch. So. Und dann werden wir mal weiter gucken hier. Fahren wir mal in die nächste Bahn gleich ab. Ich glaube, Licht können wir mittlerweile ausmachen, ne? Das brauchen wir nicht. Das geht auf jeden Fall noch. Und dann werden wir gleich verdichten. Ja, und dann in der nächsten Folge müssen wir die Wiesen dann noch düngen. Das müssen wir auch natürlich wieder machen. Bedeutet, für den nächsten Schnitt vorbereiten, der dann aber erst im nächsten Frühjahr stattfinden wird, weil wir werden ja jetzt auch bald, ja, Sommer, da kommt Herbst, da kommt Winter, man kennt es. Und im Winter werden wir dann auch wieder, oder im Frühherbst, die Felder soweit aufbereiten, beziehungsweise auch ernten. Ich denke mal, vielleicht sogar schon am nächsten Tag, wir können ja mal gucken. Ist da schon irgendwas reif? Ne, wir sind aber gerade in der letzten Wachstumsstufe. Sodass dann auch alle Felder reif werden. Ne? Hier haben wir auch noch ein paar Felder, die wir fertig machen können. Hier ist sogar schon was erntereif. Was haben wir denn da erntereif? Das ist Gerste, könnten wir schon mal ernten. Okay. Frühe Gerste. Ja gut, ich habe hier ein bisschen später angesät. Und die Felder habe ich mir ja später dazu geholt. Kann natürlich auch daran liegen. Das heißt, wir könnten schon Gerste runterholen. Ja, da haben wir erstmal was zu tun, ne? Das heißt, in dieser Folge jetzt hier noch das restliche Gras reinfahren, dann das Silo verdichten, dann nächste Folge wahrscheinlich düngen und dann die Ernte reinholen. Ja, also es geht voran, Leute, ihr seht es, ne? Ein bisschen noch um die Tiere kümmern, ein bisschen Wasser und Stroh reinfahren, sodass sie dann auf jeden Fall auch bestens versorgt sind. Und jetzt haben wir hier noch zwei Bahnen, das sind auch nochmal ein paar Liter, dann haben wir knapp 100.000 Liter Gras, was wir dann zur Silage verarbeiten werden. Wir werden ein bisschen was für die BGA nutzen, hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Und ein bisschen was auch wieder für die Mischration nutzen. Ne? Das werden wir auch machen. Ja, wenn wir dann alles abgeschlossen haben, alles neu ausgesät haben, dann kümmern wir uns auch wieder ein bisschen um die Produktion. Ne? Die stehen jetzt erstmal ein bisschen hinten an. Weil wir natürlich auf den Feldern und Wiesen wieder genug zu tun haben. Das muss natürlich auch alles gemacht werden. Es gibt auch wieder neue Produktionen, zum Beispiel so eine Winzerei, was richtig cool ist, mit Weinrebenpack und irgendwie so ein Kram. Richtig geile Sache von Wingi, glaube ich, ist wieder hier so eine Mod. Ja, die kommt hier auf die Karte nicht, aber vielleicht auf einer anderen Map, müssen wir mal gucken. So. Dann sind wir hier gleich soweit ready. Wir fahren jetzt nochmal hier die letzte Bahn mit dem Gras rein. Guck mal, sind wir dann jetzt hier soweit ready? Ich glaube schon. Jo, da können wir das einfahren. Wir fahren jetzt zurück zu unserem Durchfahrsilo und werden das Ganze gleich verdichten. So. Tja, Gerste können wir ernten. Das ist ja richtig gut. Das heißt, da können wir dann schon mal anfangen, das Ganze runterzuholen. Müssen wir mal schauen, ob wir das einlagern oder verkaufen. Ich meine, Gerste bräuchten wir jetzt nicht unbedingt für unsere Tiere. Aber da sollten wir auf jeden Fall nochmal nachschauen, bevor wir das ernten. Ja, später Sommer, ne? Und da ich das Feld ja erst später gekauft habe, ist es wahrscheinlich so, dass das Ganze wahrscheinlich schon eher angesät war, ne? Das kann natürlich sein. So, hier bin ich schon ein bisschen zwei, dreimal drüber gefahren, um das Ganze so ein bisschen zu verdichten. Und jetzt laden wir das Ganze nochmal ab hier. So. Ja, müssen wir ein bisschen weiter Gas geben hier. So, da sind wir hier ready. Dann machen wir einmal alles sauber. Und dann werden wir das Ganze gleich verdichten. Ja, dann haben wir früh morgens, dann ein bisschen Tiere gleich noch versorgen. Und dann sind wir hier auch schon wieder ready. Ach ja, falsch.
Links müssen wir rum, um das Ganze sauber zu machen. So. Da schreit der Hahn wieder. So, schalten wir das mal aus hier. Machen wir mal kurz alles zu hier. Damit das hier auch nie nass wird hier drin. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts auf, ne? Nee. So, machen wir die Tür auf. Aussteigen hier. Machen wir wieder zu. Dann mal mit einem Hochdruckreiniger hier einmal alles sauber machen. Gerade der Wagen hier, man kann gar nichts mehr lesen. So. Das machen wir dann soweit nochmal ready. So, da ist er. Deutz Fahr. Ich habe einen Kipper auf jeden Fall Ladewagen mit reingepackt. Ich weiß nicht, ob das der ist. Ich gucke nochmal in die Modliste. Ich meine, das wäre der gewesen. Ihr könnt da verschiedene Sachen auswählen, ne? Also ich glaube, als Standard ist Pöttinger ausgewählt. Oder Velga oder so. Aber ich gucke da gerne nochmal für euch nach. So, dann haben wir das hier soweit ready. Bedeutet, hier haben wir dann soweit alles erstmal klar. Das mit dem Gewicht, ja gut, da müssen wir halt ewig das Ding draufhalten. Und das Coole ist ja auch bei Seasons, wenn wir irgendwo anecken, oder der Lack wird dann auch irgendwann mal so ein bisschen abschrammen. Das bleibt auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall nicht weg. Finde ich auch ein cooles Feature. Man könnte dann hier wieder nachlackieren. Wir haben ja hier unseren Werkstatttrigger platziert. Ja, und jetzt werden wir mal gucken, dass wir den ganzen Kram hier so ein bisschen verdichten. Schieben und so weiter werde ich jetzt hier, glaube ich, nicht. Macht man normalerweise. Aber ich denke, wenn ich jetzt hier zwei, dreimal drüber fahre, sollte das auf jeden Fall ausreichen. Damit wir das hier dann auch fertig bekommen. So, jetzt senken wir das hinten mal. Und dann fahren wir jetzt hier ein paar Mal drüber. Dann wird das Ganze jetzt hier gleich schön verteilt. Das ist nämlich eine Silo-Walze hier. Die können wir eigentlich auch runterlassen, ne? Ja, fahren wir ein paar Mal hin und her. Und dann sieht das Ganze dann auch schon viel, viel besser aus. Machen wir mal kurz einen Screen hier. Blub. So. Werden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen was reinfahren müssen, oder? Ah, nee, das, ich glaube, das passt soweit. Gehen wir mal in die Innenperspektive. Da können wir das genauso gut uns anschauen. Und durch die breiten Pellen hier, durch die breiten Schluffen, verteilt er das schon ganz gut. Wir können uns das mal anschauen. 76% ist schon verdichtet. 78%. Ich bin auch zwischendurch schon mal immer mal wieder drüber gefahren. Sodass wir da auf jeden Fall dann auch schon, ja, das Ganze gleich verdichtet haben. Dann können wir das abdecken. Ist natürlich jetzt nicht so viel. Wir haben jetzt knapp 106.000 Liter. Das ist schon ganz ordentlich für die Wiesen. Wenn wir die beim nächsten Mal ein bisschen besser düngen, denke ich, da kommt dann auch noch ein bisschen mehr hinaus. Oder ein bisschen mehr raus. Bei dem Ganzen. Wie gesagt, ich bin kein Landwirt. Ich mache das nicht, vielleicht nicht perfekt. Aber ich denke mal, dass das soweit passen sollte für euch. So, verdichtet haben wir es jetzt. Vielleicht sollten wir da nochmal ein paar Mal drüber fahren, über diesen Huckel. Dass der dann auch nochmal so ein bisschen verteilt wird. Boah, ich würde sagen, das langt. Man würde das natürlich jetzt hier hochschieben. Noch ein wenig. Ein bisschen besser ausgleichen, wahrscheinlich. Dass das Ganze dann auch ja, ein bisschen schöner aussieht. Ich fahre jetzt mal hier wieder mit dem Fiat und mach die Silo-Walze. Die packe ich mal jetzt hier wieder beiseite. So. Da ist auch ein bisschen Mist. Den können wir dann irgendwann auch mal verwenden. Huch. So. Dann haben wir das hier soweit ready. Da können wir das einmal abdecken mit der Taste R. Ach, guck mal, hat das sogar komplett gemacht. Sieht ein bisschen huckelig aus, aber ich denke, das sollte ausreichen. Haben wir das verdichtet und macht dieses Silo hier 81%. Das sollte am heutigen Tag fertig werden, sodass wir da auf jeden Fall noch ein bisschen was hier reinpacken können vielleicht. Oder wir bewahren es uns auf für die Futterproduktion der Tiere. Die totale Mischration zum Beispiel. So, jetzt fahren wir noch ein bisschen Stroh rum und werden noch ein bisschen die Tiere versorgen. Das machen wir jetzt auch nochmal eben fix. Ja,
Dann nehmen wir uns mal den alten Deutz hier. Da ist nämlich schon Stroh drin. Reicht das aus? Wir können auch mal voll machen. 27.000 Liter. Ja, werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu bekommen. Fahren wir jetzt hier mal rum. Hier ist unser Maisfeld. Ah, kommen wir da rum? Ja, doch. Den Deutz, den mit dem Ladewagen parken wir dann auch gleich zwischendurch nochmal woanders hin. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall reichlich zu tun hier. Ne, Tiere sind soweit versorgt, vom Futter her. Das passt. Jetzt ein bisschen Stroh noch rein. Und dann noch ein bisschen Wasser hin und her fahren. Dann da vorne gleich noch einmal sauber machen. Bei den Schweinen brauchten wir da auch Stroh. Ich guck mal gerade. Oh ja, die Schweine brauchen auch ein bisschen Stroh. Es ist nicht viel, aber so ein bisschen kippen wir nochmal was nach. Die vermehren sich ja dann auch irgendwann. Ach, hier müssen wir auch nochmal aufräumen, warte mal. Beziehungsweise einmal die Futterstelle sauber machen. Dann machen wir das einmal hier mit unserem schönen Besen. Ich finde nach wie vor richtig cool. Und auch, ihr habt auch gesagt, dass euch das gefällt, dass wir hier bei den, ja, kleineren Maschinen bleiben. Und da werden wir uns auch treu bleiben hier bei der Map. Mit kleineren Maschinen das Ganze nämlich hier zu bewerkstelligen. So, dann werden wir das Ganze hier mal hinpacken. So, springen wir hier mal rein. Und ich glaube, jetzt muss ich erstmal den Deutz da wegfahren. Jo. Da kommen wir nämlich... Kommen wir da durch? Ah, nee. Ich parke den mal beiseite. So, machen wir den mal auf hier. Steigen mal ein. Komm. Geh zu, du Tür. Dann werden wir mal wieder ein bisschen aufräumen hier. Und den Ladewagen einfach mal hier ranfahren. Hier haben wir auch noch ein bisschen Mais. Das brauchen wir auf jeden Fall für unsere Schweine, meine ich. Boah, es passt soweit. Fahren wir nochmal ein Stück vor hier. Boah. So, dann haben wir den hier auch geparkt. Können wir den nämlich ausmachen. Und fahren dann jetzt nochmal zu den Schweinen rüber. So, da fahren wir auch nochmal durch. Dann kriegen die auch nochmal ein bisschen Stroh. Dann sind die auch zufrieden. Dann packen wir den Hänger wieder rein, holen noch ein bisschen Wasser. Und dann sind alle Tiere auch wieder bestens versorgt. Kommen wir denn hier rum? Wir gucken mal kurz. Ich meine, das müsste passen hier. Ja, muss da echt aufpassen. Ja, ich glaube, wir müssen mal ein kleines Stück zurück. Ob wir hier auch reinkommen. Bisschen weiter rüber hier. So, gucken wir mal. So, hier kommt jetzt auch noch ein bisschen Stroh rein. Ja, war jetzt nicht viel, aber ist ausreichend. Wir haben ja nur ein paar Schweine. Wie viele Schweine haben wir jetzt eigentlich hier? 8 Schweine haben wir, okay. Neugeborenes. Die haben sich auch schon ein bisschen vermehrt, ne? Ein bisschen Wasser brauchen die noch. Da kümmern wir uns dann auch noch gleich drum. Dann werden wir dann gleich die Wiesen düngen. Aber ich glaube, das machen wir erst in der nächsten Folge. So. Dann sind wir hier soweit fertig. Ich besorge mir jetzt noch ein bisschen Wasser. Werde das dann noch zu den Tieren fahren. Und ich würde sagen, das war's dann mal wieder heute hier von einer Folge von der Wildbachtal. Und wie immer gilt natürlich, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.